Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier immer noch in schönen Makedonien und wir sind jetzt vor dem nächsten Militärlager. Dann scheint hier wieder ziemlich viel zu tun. Ich will gerade überlegen, wie ich das am klügsten mache. Also am klügsten eigentlich nicht, wie ich es am besten... wie ich es mache. Weil gut oder schlecht, ich mache es meistens scheiße. Denn ich hieb mich einfach in die Gegner rein und hoffe, dass ich möglichst viel Schaden mache an allen. Bunk. 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 Und Bunk. Und du kriegst noch ein paar Schläge hinterher. Ja, ich glaube, so ist eigentlich eine ganz gute Taktik. Die meisten Schwächen mit dem, Mehrfachattentat. Dann eine Waffe nehmen, mit der du mehrfach zuschlagen kannst im Ultra-Kill. Ultra-Kill ist nicht der richtige Begriff, aber das meine ich halt, diesen Höchstleistungsangriff. Gibt keinen Eindruck. Junge, bist du komplett lost? Ich habe deine komplette Mannschaft da gerade richtig laut... Okay, das ist ein brennendes Pferd. Stimmt, das habe ich hier ausgewählt im letzten Part. Hier gibt es noch was. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal trotzdem den Aussichtspunkt. Na, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie fühle ich das Pferd nicht so sehr. Ja, ich meine, klar, sieht cool aus, aber... So lore-technisch... Also klar, lore-technisch von Assassin's Creed ab Origins zu reden, schwierig. Also Origins, da gab es auch schon übernatürlich schon nicht so viel. Also Origins kann man halt sagen, Bayek war halt einfach ein guter Kämpfer und hat deshalb so krasse Skills, kann man hier bei Cassandra auch sagen. Aber sie hat auch wirklich Zauberkräfte und das ist halt irgendwie komisch. Oder hier, der Eevee könnte man ja. Eevee konnte sie auch komplett unsichtbar machen. Ich habe gerade mal mein Controllerkabel rausgezogen und dann ist es relativ warm, weil ich den Abgeordneten ein bisschen geladen habe. Die konnte sie auch unsichtbar machen, aber da könnte man sagen, ja, war halt der Eden-Splitter. Beziehungsweise das Eden-Tuch, Grabtuch. Ihr wisst, was ich meine? Und wir können sie einfach komplett unsichtbar machen, Leichen weggieten. Und das ging mit Bayek, glaube ich, nicht. Also ich glaube, Bayek war halbwegs noch glaubwürdig von der Lore her. Und er hat halt kein brennendes Pferd. Er hatte, glaube ich, auch ein bisschen Quatschschimmern. Also die ISO-Rüstung zum Beispiel passt lore-technisch, weil ISO sind ja anscheinend Leute, die mal gelebt haben. Aber warum sollte... Also, okay, das Final Fantasy-Zeug, das passt gar nicht. Das stimmt. Aber grundsätzlich ist das noch ein bisschen passender. Okay. Da ist wahrscheinlich immer ein Lagerhaus. Ja, das können wir gestürmt haben da hinten. Geh woanders hin! Jetzt! So viel ist es auch nicht, Cassandra. Ah, das Spiel, ey. Das hat leider auch einen Stifter. Ich weiß nicht, ob der mich sehen würde. Ich denke aber ja. Also der Chef da vorne, wenn ich den anderen getötet hätte. Bin ich ganz sicher. Und der guckt aus Wasser. Also jetzt guckt er auf jeden Fall aus Wasser. Vorher hätte er mich gleich sehen können. Natürlich hat er gesehen, dass ich hier gestohlen habe. Hallo Freund, wie geht's dir? Natürlich fliegt er nicht ins Wasser, warum auch? Warum sollten die Leute auch ins Wasser fliegen? Du hast ganz viel Leben gehabt, Freund. So, haben wir das gemacht. Dann einmal hier ranholen, ranjumpen.
hochziehen und den Mist hier klauen. Was haben wir denn hier noch auf dem Kontinent? Also hier können wir irgendwo hinfahren. Begibt euch nach Palbeia in Makedonien. Dann würde ich sagen, laufe ich einmal mit dem Pferdchen in die Richtung, die ich markiert habe. Gucken wir, ob da noch irgendwas ist. Ich hoffe mal, nein. Hier ist kein Sperrgebiet, aber danke, Spiel. Pferdchen, komm. Was ist los? Es ist nicht mein Dorf, also auch nicht mein Problem. Was soll ich denn noch sagen? Okay. Habe ich irgendeine Quest verpasst? Keine Ahnung, es wirkt gerade so, als wäre es ein Questanfang oder ein Teil von einer Quest, aber ist es ja anscheinend nicht. Willst du bitte ein bisschen langsamer reiten? Ich verstehe echt nicht, wieso man das so langsam machen muss in den Orten. Und dann auch noch so weit außerhalb von den Orten. Da könnte vielleicht noch ein, sag doch schnell. Aussichtspunkt sein, aber ich glaube nicht. Kaum habe ich die Viecher verloren, habe ich direkt ein neues hinter mir. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt mache. Okay, es sieht aus, als wäre hier ein Lager oder sowas, was jetzt nicht da ist. Ich würde mal tippen, dass es hier nichts gibt. Naja, hier gibt es nichts. Sonst hätte ich es, glaube ich, schon gesehen. So, dann gehen wir zu diesem Punkt. Ich kann mal im Wasser lang reiten, gucken, ob ich ein Boot finde, dass wir vielleicht ein bisschen schneller dahin kommen. Oder wir springen einfach nicht in den Tod direkt. Von einer Klippe runter. Das sieht gerade nicht so aus, als wäre hier irgendwas. Aber es scheint was Versunkenes zu sein. Machen wir jetzt Tischgeräusche, wenn wir durchs Wasser laufen? Nein, schade. Das wäre ein cooles Gameplay-Feature, was also absolut unnötig ist, aber ein schönes Detail, dass sich einfach, dass dann Rauch aufsteigt, wenn ich mit dem Vieh im Wasser bin. Also selbst mit den kleinen Füßchen. Und das sollte ja bestimmt gehen. Ich tippe auch, dass sie nicht lang kann. Nein. Schade. Ja, finde ich ein bisschen schade. Also hier hätte man auch wieder ein, also irgendwie so ein Skill oder sowas, dass man sich ein Boot rufen kann, wenn man auf dem Wasser ist. Ein kleines halt. In Küstennähe. Das wäre ein vernünftiger Skill gewesen. Hier hinten ist zum Beispiel eins, das ist gut. Aber ich finde es halt echt nicht schön gelöst mit den Booten. Das war in Origins wirklich sehr viel besser. In Origins war ein bisschen zu viel los, muss ich sagen. Aber es war besser als, yo, hier, wir haben zwei Boote und die Hälfte davon spawnt am Wasser, am Wasserrand und die Hälfte spawnt mitten im Wasser. Das ist halt scheiße gelöst. Könnte sein, dass hier was ist für Xenia. Und doch kommt es. Weil es hier wieder so eine Küste ist, aber kann auch sein, dass es nicht hier ist, weil warum sollte es hier sein? Unterwasserkaverne. Ich habe halt keine Erklärung, warum es hier sein sollte. Ich dachte einfach nur, es würde passen. Ich finde es gut, dass das immer markiert ist mit irgendwelchen Kisten oder sowas. Ist hier schon wieder ein scheiß Hai hinter mir? Ich wollte gerade Phobos rufen, aber... Oder Abraxas mittlerweile. Weiß ja gar keinen. Ist ja unter Wasser. Da kann ich ja mein Pferd nicht rufen. Was hier unter Wasser fährt? Unter Wasser fährt wäre auch cool, wenn man auf so einen großen Seepferd reiten könnte. Das würde ich für einen Atlantis-DLC sehen. Ich habe keine Ahnung, wie der Atlantis-DLC aufgebaut ist. Ich denke mal, der ist nicht komplett unter Wasser. Also ich denke mal, es wird halt Atlantis unter Wasser sein, aber halt nicht irgendwie... ja, dass wir da wirklich viel tauchen müssen. Ich glaube, ein bisschen lost. Komme ich hierher? Ich glaube nicht. Also auftauchen wäre echt cool. Okay, ist ja ihr Ding. Brauchst du dich aktuell eigentlich nicht? Aktuell brauche ich erstmal die Schätze, die ich mitnehmen soll. Cassandra, was machst du denn in den Quest-Shop mit? Mach nicht die Lara Croft, die sich im Wasser gar nicht mehr bewegen kann. Keine Ahnung, ob ich hierher komme. Ich habe echt die Orientierung ganz schön verloren bei unseren Unterwasserdingern. Ich glaube nicht, dass ich das hier mitgenommen.
Hier oben ist auch noch, also so viel glaube ich liegt, obwohl es relativ versteckt. Kann sein, dass ich hierher komme. Aber ich hoffe mal auf ein Nein. Ja, aber das hätte ich gleich mitgenommen. Okay, ist hier eine Unterwasserkaverne mit Gegnern. Ist hier wieder so ein Sippenscheiß wahrscheinlich, ne? Ja, den ganzen Quatsch kann ich mit. Was ist das? Hallo? Was seid denn alle? Mann, Meister. Mein Chef. Was geht, Freund? Und tschüss, Kollege. Noch einer lebt noch. Ich glaube, wenn wir Giftschaden machen, also machen wir noch extra Giftschaden, gefühlt. Weil, wenn ich normal zuschlage mit Gift drauf, mache ich halt richtig viel, also mache ich mehr Schaden durch den Schlag und nicht nur durch den Gifteffekt. Oh, bin ich mal gut ausgewichen ausnahmsweise. Flawless, nice. Schaffe ich sonst nie. Sonst bin ich da viel zu blöd. Das ist ein bisschen schade, dass ich das hier nicht einfach alles mit Icarus markieren konnte, schon vorher. Nein, mach das aus, aus! Scheiße, ich muss es löschen. Ja, mach doch. Ist hier noch was? Ne. Ja, ich will nicht sagen, mir fehlt ein Schatz noch. Icarus ist nicht verfügbar, willst du mich verarschen? Icarus ist verfügbar. Ich bin schwer an der Oberfläche. Ach meine Fresse, finde ich den scheiß Schatz jetzt nicht mehr. Wie tief kann ich denn mit Icarus? Ach nö. Also nochmal rein, na super. Spring einfach komplett runter, Cassandra. Cassandra, wir kriegen keinen Fallschaden mehr. Spring da. Meine Fresse, was ist denn los? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Muss ich gedrückt halten? Das kann sein. Manchmal muss ich gedrückt halten, manchmal nicht. Irgendwie ist das nicht 100% konsistent und weiß ich nie, was ich jetzt wirklich tun soll. Ich hab's gehofft, das wär's gewesen. Aber ist es anscheinend nicht. Ich würde sagen, ich suche das mal offscreen, weil es könnte über. Aber wir gucken uns diesen Raum an, wenn ich tauchen muss, dann mache ich es offscreen. Kann sein, dass ich es hier verpasst habe. Weil wenn ich da jetzt alles durchtauchen musste, dann suche ich es einfach anders. Ne, Moment, das wollte ich. Ich wollte die Fackel ziehen und mein Schwert trotzdem auf dem Hauptslot haben. Okay, es sieht aus, als würde ich tauchen müssen. Ist das hier dasselbe Ding eigentlich? Ist es hier unten? Okay, alles gut. Da muss ich es nicht aufschieben. Die Rache des Mythos. Das sieht cool aus. Und das hört sich auch. Also, hört sich hauptsächlich cool an. So, wir können uns ja, glaube ich, rausporten, oder? Nein, können wir nicht, weil wir im Kriegsgebiet sind. Dann würde ich sagen, ist unser nächstes Ziel hier oben schon. Ich würde sagen, ich laufe jetzt raus und dann porte ich mich zum nächsten Aus. Meine Fresse, Cassandra. Was machst du denn immer für einen Scheiß? So, dann war das jetzt hier lang, ne? Und dann hier oben hin. Gut, jetzt können wir es porten, ne? Ja, aber es lohnt sich nicht mal. Ich rufe mein Pferd und wir reiten hin. Weil ich glaube, das wäre jetzt tatsächlich ein Zeitverlust, wenn ich einfach mich dahin porte. Durch die Ladezeit bin ich, glaube ich, nicht schneller, als wenn ich jetzt einfach aus meinem Pferd laufe mir weg. Ich einfach durchreite. Also wäre nicht ein großer Zeitverlust gewesen, aber ein bisschen, glaube ich, schon.
Ich habe dadurch, dass ich das jetzt nicht auf mein Pferd angefangen habe, hat sich ja schon fast kaum noch gelohnt. Pferd, ich muss das Ding mitnehmen. Da ist auch nochmal ein Olivenbusch, da ist auch nochmal einer. Am besten sollte ich eigentlich alles mitnehmen und nicht nur das Olivenholz, aber den Rest sehe ich halt so schlecht. Das mit den Crafting-Dingern finde ich ganz cool, dass es hier ein bisschen vereinfacht wurde im Gegensatz zu Origins. Aber dafür finde ich, es lohnt sich kaum. Weil in Origins musst du das ja machen, um deine Ausrüstung zu craften, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Du kannst ja entweder, also kannst schon noch Ausrüstung craften beim Schmied oder sowas, glaube ich. Kannst du das? Weiß ich gar nicht. Das soll ich nur verbessern. Aber du hast halt bei Origins feste Upgrades und hier hast du halt verschiedene Items. Und ja, das fand ich halt einerseits cool, dass man sich einfach verbessern konnte, ohne jetzt ein Bruststück mit 0,4% mehr Leben zu finden, sondern einfach dein Bruststück wird dann Stufe 5. Das finde ich halt cool bei Origins, aber hier finde ich es halt cool, dass man halt nur Holz, Stein und was mit dir? Bist du irgendwie relevant? Ne. Holz, Stein und Leder hat. Weil es gab noch Weißleder und hartes Leder in Origins und ja, da war es immer blöd, die Tiere zu jagen. Da gab es ja auch Holz und Stein, glaube ich, oder Eisen. Ja. 6 auf oder 9. Antike Tafel ist zum Glück keine Ostkraka. Was zur, wieso bin ich immer hier hinten? Ich bin ausgewichen, Spieler, aber danke, dass du mich lässt. Und tot, Freunde. Das war's mit euch. Einmal Ziegenkäse, wichtig und richtig. So, antike Tafel haben wir da hinten schon, das wissen wir ja. Warum hier alles aufgespießt wird. Alten Tafeln haben wir ein paar gefunden. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt in die nächste Stadt, in Amphipolis. Und dann haben wir auch Makedonien schon komplett durch. Also klar, Story ist hier noch. Aber danach haben wir nicht mehr so viel. Der Typ ist jetzt anscheinend hier. Okay, vorher war in der Festung, jetzt klar, macht Sinn, dass er in die Stadt... Ja, obwohl, würde mehr Sinn machen, so aus spielerischer Sicht, dass er jetzt irgendwo mitten im Nichts ist. Weil man ihn dann leichter töten kann, als wenn er in der Stadt ist. Oder ist das hier schon mittlerweile schon wieder aufgefüllt worden? Ne, ist schon geschwächt. Hippo Archos, der Midas-Mörder. Ich weiß nicht, was gut ist oder schlecht ist, Midas zu töten. Eigentlich ja eher nicht. Midas hat ja den golden Touch. Alles, was Midas anfasst, wird zu Gold. Ja, würde ich sagen, jetzt noch Stadt erkunden. Amphipolis. Eines Tages wird dies ein großes Reich sein. Mazedonien? Ich weiß nicht, ist dies ein großes Reich? Ich dachte, es ist ein dritter Weltstaat. Vielleicht war die mal groß. Gar keine Ahnung. Ist das dritte Welt? Bestimmt. Wie viel haben wir denn hier zu tun? Wir haben den zu machen. Und noch zwei Fragezeichen. Ich würde sagen, dann gucke ich einfach, also machen wir Fragezeichen noch. Obwohl der Part ist gleich vorbei wäre, aber dann können wir im nächsten Part mit der Story weitermachen. Und hoffen, dass hier kein neuer dazukommt. Würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen, wenn noch endlich mal Ruhe ist. Wir können erst mal kurz gucken, ob noch was Neues dazugekommen ist. Ich denke aber nein. Sprich in Amphipolis. Amphipolis mit Brasidas, das machen wir. Aber noch nicht jetzt. Ist hier das Haus Anführer? Okay, klar.
Macht natürlich Sinn. Wenn ich erwischt werde, habe ich. Ja, okay, das dauert jetzt natürlich ein bisschen anders. Ostraka, geil. Ich liebe Ostraka so sehr. Vor allen Dingen, am meisten hasse ich es, wenn ich Ostraka finde. Am Ende des Gebietes, wenn ich dann praktisch schon durch bin. Na komm, das machen wir noch, aber im nächsten Part fangen wir dann an mit, mit dem nächsten Ding. Und dann erst mit der Story. Also erstmal das hier machen. So, Kriegsfeldverbrenner haben wir auch noch zwei Stück. Na super. Bist du ein Stifter? Ja, oder? Der ist auch tot. Wir müssen ins Haus rein. Na super. Hätte ich gar nicht wegspringen müssen. Cassandra, möchtest du auch hochklettern oder dich dann nur doof ranstellen? Wahrscheinlich möchtest du hier wirklich einfach nur doof ranstellen. Wo ist der zweite Kriegsvorrat? Unten im Haus? Hätte ich ihn trotzdem markieren müssen? Bin ich hier mit Icarus nicht einmal komplett rübergeflogen? Da ist eine Tür und die ist zu. Ah, okay. Jetzt ist sie auf, also hier, sie ist nicht offen, aber hier ist noch ein offener Weg. War nicht gerade, der mich gesehen hat? Makedonien, ich liege zwischen den Schatten unter der makedonischen See und warte durch das seichte Wasser, bis der erste, bis das erste Licht ich sehe. Wenn Heliostrahl durch den Bogen mich küsst, bin ich offenbar und werde kurz von ihm gegrüßt. Durch den Bogen. Ich glaube, in Makedonien gab es zwei verschiedene Bögen. Einmal den bei Xerxes. Opfer der Neuen. Was ist das letzte Ding hier? Ah, hier oben. Okay, dann können wir den hier eigentlich ignorieren. Wenn ich den Hochweg finde. Ja, und dann, also einmal Xerxes, Opfer der Neuen. Da ist ein Bogen, da gab es noch einen größeren Bogen. Bei dem. Wo war denn das? Bei irgendeinem Ding am Wasser, meine ich. Spartaner haben jetzt einen Vorteil weniger. Ja, das ist in Ordnung. Gut, ich würde sagen, ich gucke bis zum nächsten Part, das hat schon mal 3 Minuten gedauert, wo das Ostraka ist, dann holen wir das auf jeden Fall im nächsten Part, wir holen es dann nach der Story, erstmal machen wir den Ort beim nächsten Mal, würde ich sagen, ich hoffe, Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.